Servus, liebe Freunde, Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play South Park 2. Wir sind hier vor der Schule, haben im letzten Part Classy verhört und gefunden und haben uns gegen einen vollgesoffenen Wendy mit seinem Rotwein rausschlagen müssen. Also es war ein recht anstrengender Kampf, den wir auch einmal verloren haben. Also könnt ihr gerne mal gucken beim letzten Part. War sehr interessant. Auch wenn ich gerade sehr gesprächig war und momentan sowieso ein bisschen etwas überstrapaziert bin. Aber gut, das ist jetzt euer Problem, das ist mein Problem. Aber deswegen machen wir jetzt auch die Aufnahme weiter, weil ich komme dann wenigstens mal auf andere Gedanken. Das passt schon mal soweit. Okay, und wir müssen jetzt auf weitere Anweisungen des Coons warten. Ich bin jetzt mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Meine Steuerung ist jetzt soweit angepasst und Okay, Arschlott. Zeit, Classy ordentlich auszuquetschen. Verhör gehört zum Superhelden einmal eins. Geh zu Jimmy und finde raus, was sie weiß. Coon, Ende. Okay, geh zu Jimmy und finde heraus, was er weiß. Also wir müssen jetzt erstmal zu Blitzfried gehen. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir gerade tun könnten? Also mir wurde ja auch der Tipp zugetragen, dass ich ab und zu mal nach jeder Nachtmission mal zu Tweak gehen soll. Zu Tweaks, ich glaube, das machen wir jetzt mal. Finde ich eine super Sache, dass du mir das gesagt hast. Okay, Tweak war hier... Da war Medical Fried Chicken, das ist South Park Altenheim. Da ist Tweak Post Kaffee. Da gehen wir jetzt mal hin in der Hoffnung. Vielleicht 7 Millionen Fans gemacht, Minimum. Okay, na gut, das glaube ich ja weniger. Gut, perfekt. Alles klar, jetzt haben wir erstmal die Automaten hier noch platt. Batsch! Batsch! Blinderungen nehmen zu, wer ist der furzende Ordnungshüter? Stimmt, wir sind unser Sidekick Captain Tier. Oh, ich sehe schon gerade. Geile Kopfaufnahme, sehr schön. Okay, jetzt muss ich mal gucken, können wir da rein? Ist ja eigentlich irgendwas, was wir klauen oder mitnehmen können? Ich bin ziemlich gut mit Jim und Apple, Freunde Kleine. Haben zusammen eine Show bei Waffensicherheit gemacht. Das ist schön für dich, das juckt mich aber herzlich wenig. Ich bin gerade nur mal am gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir eventuell... Nee, hier ist auch nichts, was wir auseinandernehmen können. Ich sehe da oben was. Ah, Moment mal. Das sieht aber sehr gut aus. Das sieht aus wie Captain Diabetes. Nur... Okay. Wie komme ich jetzt da rüber? Weil das sieht nämlich auch danach aus, als wäre da hier so ein, Ah, geil, da ist ja auch noch eins von diesen Ui-Bildern. Oh nein, ey. Da kommen wir aber gerade nicht hin, gell? Boah, das ist natürlich bitter. Da müssen wir uns irgendwie rüber teleportieren, oder? Moment mal. Ne, die kriegen wir auch nicht aus dem Weg. Die sieht nämlich so aus, als könnten wir das weghauen. Okay, ich glaube, da kommen wir irgendwann später nochmal hin. Das ist natürlich ein bisschen schade. Verdammt. Das hätte ich jetzt geil gefunden, wenn wir das jetzt noch so machen hätten können. Ich sehe jetzt aber auch nichts anderes, wo wir jetzt kaputt machen können. Also gehen wir wieder raus und gucken mal, warte. Okay. Schade, das ist natürlich ein bisschen blöd. Na gut, okay. Kann man nichts machen. Komm im Café. Ja, interessiert mich nicht, ob wir im Café Tweak sind. Das bumst mich schon scheiße, ehrlich gesagt. Wir müssen jetzt erstmal zu unserem guten Freund, dem Blitzfreak. Wieso nimmt er uns eigentlich nicht mit? In der Stadt. Ja, das ist schön für dich. Ich bin auch der Schnellste, wenn es darum geht, abzuhauen. Okay, also, der ist hier. Die Bushaltestelle ist da. Also, ein Haus nach der Bushaltestelle. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht. Boah, Alter, geh mir nicht auf den Sack, ey. Und zack. Zack, zack, ab in den Sack und zack, zack. Yeah. So. Wir sehen uns. Ja, das ist schön für dich. Gut, alles klar. Dann gehen wir mal auf den Weg und gucken mal. Komm her, ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Ja, ich zeig dir auch, wie du den Wheelie drehst, du Bastard. Jetzt gibt's erstmal die Fresse voll, wenn du fresh wirst. Okay, Captain Diabetes lassen wir mal drin. Das finde ich ganz so verkehrt. Und ich glaube, wir könnten jetzt auch mal den Kuhn reinnehmen wieder. Den Kuhn finde ich ganz lustig. Wir lassen es super quick aber mal drin. Ja, Platz, das machen wir jetzt auch. Kuhn. Ja, mach Platz für den Kuhn, Alter. Den Ninja-Tiermenschen. Und sauber. Perfekt. Und ab in den Kampf. So, da vermöbeln wir ein paar Sechsklässler. Ach übrigens, was ich vergessen habe. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe nämlich was geändert. In, von unseren Attacken her und von unseren... Also wir haben was von... Ich habe was von den Attacken her geändert und ich habe auch was geändert von dem, von unserem Artefakten her, weil wir haben doch im letzten Part dieses Genitalteilchen gekriegt vom Wendy nach dem Kampf. Den habe ich da eingesetzt, weil da haben wir jetzt 220 Macht statt 170 Macht. Zeige ich euch aber gleich, wenn wir damit fertig sind mit dem Kampf. Okay, so, den verwirren wir jetzt mal. Batsch. Da ist nur noch Matsch in der Birne. Hehe, da wird noch mehr Matsch in der Birne sein gleich. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Okay. Ah, das sieht gut aus. Oh. Bäm. Das ist ja nice. Mehr als nur ein Kratzer. Der Kratzer wird aber richtig wehtun. Seid ihr echt zerbrocken? Boah, nein, 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 das lassen wir mal schön sein, ey. Boah, Flutschfinger schön mit, Ich hab zur Zeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen.
Das ist mal wieder typisch, ey. Wir sind in die Aschlösche, bitte. Passt. War ein Flutschflinge mit Popel, das ist jetzt gut. Das tut, das könnte mies sein. Okay. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ja, okay, das setzt die Pissbombe ein. Mach sie glatt! Glatt, glatt, was auch immer. Ja, nochmal mit denen hier. Batsch! Und zack! So einen Move hab ich auch. Juckt keinen, Alter. Ja, genau, das juckt kein Schwein. Du drauf hast. Okay. Können wir da eventuell... Ja, das ist eine gute Idee. Und batsch! Jau! Ah, wie der Wichser abgeht! Wie der Wichser abgeht. Okay. Zittert vor Kuhn und Friends. Jawohl. Und tschüss. Ja. Spüre die Klauen des allmächtigen Kuhns. Viertklässler versohlen. Geile Sache. Ja, das ist so brutal. Lass das ist mein... Deinem Freund passieren. Also ich meine, das Sechstklässler jetzt nicht ganz ohne ist klar, aber das ist schon krank, ey. Das tut weh. Das ist schon böse. Okay. Dann einmal hier. Und dann ist der auch weg. Batsch und batsch. Alter, Captain Diabetes ist ein Monster, ey. Ja, jetzt kriegen wir die Pissbombe ab, das ist nicht so schön. Ich bin jetzt dran. Boah, das tut weh. Scheiße. Gefällt dir das Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. In der Mittelschule, ja. Ja, der auf jeden Fall. Batsch. Ich hab genug von dem Kack. Ein gründliches Fisting. Auf sie, Wunderarsch. Und das war's, gewonnen. Ja, wir müssen nämlich schon unsere Charakterbogen nämlich ein bisschen ausfüllen. Wenn dann machen wir alles so weit, wie es geht, wie wir es machen können. Wäre nämlich schade, wenn wir das nicht umsetzen würden. Fände ich nämlich ein bisschen blöd. Dafür ist ja das Spiel ja auch da, ne? Würde ich mal sagen. Dass wir hier natürlich alles anquesten, alle Dinge hier durchjagen, so weit wie es geht. Das ist natürlich keine 100% werden, das ist euch natürlich bestimmt auch klar. Aber wir werden so ziemlich gut in die Richtung kommen. Das ist schon mal sicher. Okay, hey, naja, der Kunde hat ja noch gesagt, dass ich vorbeischauen. Ich versuche zu helfen. Wunderarsch, wo ist das Problem? Willst du mächtiger werden? Verdammte Scheiße. Nein, ja, ich möchte mächtiger werden. Ich werde der größte, gefährlichste von allen hier. Okay. Passt. Ah, die DLCs müssen wir auch noch machen. Der sollte eigentlich im Dezember kommen. Da habt ihr noch ein bisschen Zeit. Okay. Da sind wir jetzt beim guten Jimmy. Das erste Haus nach der Bushaltestelle, wie wir schon gesagt haben. Geil, wie die einfach da hockt, ey. Oh, du bist's wieder. Was geht, Held? Furz mir bloß nicht ins Gesicht oder so. Hey, Blitzfreak, einer deiner Superkumpel ist hier. Oh, hey, der Kuhn hat gesagt, du sollst die Zeugin befragen. Also los, mach dein Ding. Genau wir, ey. Wir sind ja so sprachrelevant kommunikativ, ey. Geil. Oh, sehr schlau. Die Schweigebehandlung kann einen Zeugen echt nervös machen. Okay, ich weiß, dass ihr meine Hilfe braucht, aber ich red erst, wenn ich meine Medizin hab. Deine Medizin? Ja, ich kann ohne meine Medizin nicht klar denken. Du musst den Shit für mich abholen, okay? Bis ihr mir meine Kackmedizin besorgt habt, erzähle ich euch Zwergen einen Scheißdreck. Tja, also gut. Sieht aus, als hättest du noch mehr Arbeit. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer, schnell. Okay, es ist Zeit, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Fibulator. Ey, das ist so geil, Leute. Ich finde das so geil. Die haben ja keine Superkräfte im Endeffekt, aber ich finde es so geil, wie es hier in dem Spiel dargestellt wird. Ich meine, es sind ja eigentlich nur Kinderspiele rein und die kacken ja einfach voll ab, ey. Hammer hat. Also, das ist schon geil. Gut, Wunderarsch. Ich erkläre dir alles. Ja, dann erklären wir mir alles. So, hohe Schmerzgrenze, Mutantenstärke und übermenschliche Treffgenauigkeit, okay? Ah, DNA-Stränge oder was? Siehst du den Helden-DNS-Slot, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Effektivität aus. So, wähle einen DNS-Platz und drücke, um den verfügbaren Stränge anzeigen zu lassen. Wie ist das, dass das gut zu deinen Kräften passt? Ein Schadensverstärker kann auch weniger Gesundheit bedeuten und umgekehrt. So wie Steroide deine Eier schrumpfen, angeblich. Angeblich, ja. Okay, wir könnten theoretisch Hand-Augen-Koordination mit übermenschlicher Treffgenauigkeit machen oder wir nehmen die Mutantenstärke. Ich glaube sogar, die Mutantenstärke wäre momentan ein bisschen sinnvoller. Ja, wir nehmen die Mutantenstärke, weil wir eh mehr in den Nahkampf ziehen werden. Jetzt weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt. Verdammt geile Scheiße. Denke aber mal, dass... Ja, wahre Macht. Hast du es kapiert? Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den...
Arsch. Das wollen wir sowieso. Okay, wir haben DNS erhalten, Leute. Wir können jetzt mit DNS richtig reinfleischen. Jetzt muss ich schon mal gucken. Übrigens zeige ich euch jetzt noch das Artefakt. Das war dieses, ja genau, hier dieses Genital, der Genitalismann, genau. Ein mächtiger Kanal für Schwanzmagie, geborgen aus der Unterwelt in Wendys Schrank. Jawohl, für Schwanzmagie, Baby. Das passt. Und wir nehmen jetzt langsam eine ganz schöne Gestalt an, was unsere Kräfte angeht. Wir können jetzt richtig reinfeuern. Das ist saugenial. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal weiter und gucken mal, dass wir unsere, die Medizin für die gute Klasse holen. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, aber nichts Gestörtes. Ja, wenn nichts gestört ist, ja. Genau, ist ja nicht so. Also es ist ja nicht gestört, dass wir das Triebwerk im Haus haben, ne? Okay, geh zum Medizin Fried Chicken, benutze die Gasse, begebe dich zum Medizin Fried Chicken. Sehr schön. Hab gerade etwas neue DNS ausgerüstet, will etwas kräftiger werden. Sehr schön. Okay, Jimmy geht hier voll auf Steroiden-Modus, geil. Und hier können wir leider immer nichts machen, glaube ich, gell? Obwohl wir schon gerade dabei sind. Ah, halt, stopp. Das ist geil jetzt. Dann werfen wir mal den Kühlschrank um. Ich bin der stärkste Superdiabetiker der Welt. 100 Korn im Anflug. Das ist so dumm, Alter, einfach nur. Das ist einfach nur so dumm, Leute. Ohne Scheiß. Das ist geil. Okay, dann können wir jetzt auch... Ah, ich sehe schon. Ah, irgendwie habe ich es jetzt verstanden gerade. Da kriegen wir bestimmt ein Rätselmeister-Ding wieder. Okay, können wir das jetzt nochmal machen? Fände ich cool. Ich glaube nämlich, dass das nämlich da ist. Dafür nämlich ist, dass wir da das Ding, also da die Seite nämlich aufmachen können. Jetzt holst du mir den wieder gnadenlos in die Fresse, Alter. Hey! Das ist so krank einfach nur. Zieh weiter, tapferer Krieger. Wir werden uns wiedersehen. Das ist einfach nur so scheiße krank. Ah, okay. Okay, dann müssen wir es nochmal machen. Ich hab's gerafft jetzt. Jetzt aber. Jetzt machen wir es richtig, Leute, weil ich habe einen Fehler gemacht, wie ich ihn vorher angezündet habe. Wir müssen den darüber ziehen und dann das zu aktivieren. Oh Mann, ey. Ich bin der stärkste Superdiabetiker der Welt. Jawohl. Seine Fürze sind so richtig Yam-Yam. Bis denn. Es ist einfach nur abartig, ohne Scheiß. Okay, so, du da rüber. Dann kann ich dich nämlich wahrscheinlich in die Luft jagen. So, das heißt jetzt noch einmal... Sehr schön. Hat gut funktioniert. Flöte der Prophezeiung haben wir erhalten. Boah, geil. Artefakte sammeln, Begeisterung pur. Sehr schön. Nur was mich jetzt so gerade ein bisschen wundert, warum der Kühlschrank da oben, warum wir den jetzt noch aufmachen können. Ich glaube, da können wir jetzt auch noch das hier machen. Das machen wir jetzt nämlich auch noch. Und dann haben wir den nämlich direkt, alles nämlich geholt. Batsch! Sehr schön. Ja, so wird das gemacht, meine Kameraden. Achtständiges Anzugrezept und die Kopfbedeckung. Da könnten wir eigentlich auch jetzt gleich mal gucken. So, wenn wir schon gerade dabei sind, dann schauen wir mal, was diese Artefakte jetzt, was diese... Ah, ich wollte die Kräfte nicht machen, ich wollte Artefakte machen. Hier. Dann können wir uns nämlich auch direkt ein bisschen aufboosten wieder, wie es gehört. Das ist jetzt nur die Frage, war das der hier? So, war entscheidend bei der Rettung der Welt von pelziger Todpandemie. Oh, das war so dumm, Alter, mit dem. Das war so geil, Leute, ohne Scheiß. Da gab es diese Folge da, wo mit der Kamera da rumgerannt ist, da waren lauter Meerschweinchen, das ist auch geil. Okay, große Macht ist da. Wunderbar. Und dann können wir auch ein bisschen Crafting betreiben und schauen mal, was wir hier noch so reißen können. Entstand nur ständiges Geschwafel. Machen wir den jetzt erstmal. Okay. Haben wir. Da brauchen wir Level 17. Wir sind aber nur Level 11, gell? Gut. Dann machen wir jetzt erstmal die Anzüge. Den Arachnix-Anzug und die Arachnix-Kopfbedeckung. Sehr geil. Passt schon mal. Haben wir eben noch was freigeschaltet? Ah, den Nordmann-Anzug. Okay.
Der Nordmann-Helm, da brauchen wir aber eine Stufe mehr. Wiederbelebungsserum ist nicht verkehrt, das sollten wir immer mal ausrüsten. Oh, wir können mal Grodi-Bild machen. Yeah! Heilig Moses, Baby! Egal, ob wir die brauchen oder nicht, aber wir haben sie wenigstens, falls mal was sein sollte. Gegengift ist eigentlich unrelevant, sehe ich jetzt so, weil das ist momentan nicht so wichtig. Bei dem Schwierigkeitsgrad, wo wir spielen, finde ich Heil-Items und Wiederbelebungsserum war das effektiver und besser. Okay. So, Burrito. Kammer Burrito hier. Geil. Gut. Das haben wir jetzt. Gibt es noch irgendwas, was wir hier machen können? Kristallkondensator plus 2. Den nehmen wir jetzt auch noch mit. Ich glaube, wir haben eigentlich alles jetzt, oder? Ja, wir müssen jetzt alles haben. Haben wir noch irgendwelche Artefakte, wo wir verbessern können jetzt dadurch? Ich glaube eigentlich weniger. Okay, das haben wir. Ändert sich nichts außer der Rückstoßkampfschaden weniger. Das ist ein bisschen schade. Da kriegen wir keine Boosts oder so, gell? Gut, dann können wir auch beim versteckten Messer bleiben. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt erstmal das hier erreicht, was wir erreichen wollten. Ist jetzt so die Frage, wo wir jetzt als nächstes erstmal hin müssen. Ich sehe hier schon. Wir können... Medizinisches Bratfiasko? Gibt es so Medical Fried Chicken? Haben wir sonst noch irgendwas, was wir eventuell machen können? Es sieht eher nicht danach aus. Okay, dann ab nach, wo war das jetzt gewesen? Nach, zur Post. Gibt es so Medical Fried Chicken? Das machen wir jetzt auch gerade. Sehr schön. Ah, und ich sehe gerade... Drohnenverbotenschild. Okay, alles klar. Dann ab in das Fiasko dazu, Medical Fried Chicken, dass wir mal der Alten mal ihren scheiß Stoff besorgen können, damit die nicht mehr so ganz rumhurt. Das ganz am Abkacken ist. Hey du, hier spricht Human Kite. Weißt du noch das Problem, bei dem du mir geholfen hast? Es ist wieder da. Komm bitte sofort zu meinem Haus, ja? Nee. Ah ja gut, Humankind braucht unsere Hilfe, Leute. Dann ab zu Humankind. Geil. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, was da jetzt los ist. Ja. Kann ich mir ganz dezent vorstellen gerade. Ich glaube, das wird ein Problem sein, was wir schon kennen. Wie es halt so ist, ne? Okay, noch zwei Häuser weiter. Da ist Cartman. Dann ist hier... Nee, noch eins weiter. Da haben wir Kyle. Wir müssen auch noch zu Quecks Haus. Wir müssen auch dem seine Schwester noch... Hallo, wo sind die blöden Viecher? Welche blöden Viecher? Wir müssen ja auch... Gut, dass du da bist. Hier drüben. Ein Selfie mit seiner Schwester machen. Craig seine. Sag halt, wo drückt der Schuhbaby? Im Hinterhof. Du kannst später zum Spielen rüberkommen. Was? Nimm das, du blöde Kuh. Du rothaarige Jüdin. Was? Na, was hat die alte Kühlschrank? Gar nichts. Alter. Nein. Sorry, das war. Ihr wisst ja, wir spielen Sauspack. Da kann ich mal so einen Scherz mal machen. Das ist jetzt nicht schlimm, solange ich irgendwelche richtig brutale rassistische Äußerungen oder sowas mache. Also, ja, passt schon. So, ab in den Garten. Bin wieder da! Nein! Kümmerst du dich bitte um ihn? Schau, Kyle, da ist das fiese Kind, das mich verprügelt hat. Ja, oh nein, haltet ihn auf. Keine Sorge, Kyle. Ich habe diese Supersensoren entwickelt, mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden. Ich muss mich raushalten. Mach bitte, bitte, dass er abhaut. Bereit für dein Ende, fieses Mobbing-Kind? Also, wir haben ihn nicht besiegt. Der Vollpfosten ist hingegangen und hat, wie soll ich denn sagen? Der Depp ist hingegangen und hat im Endeffekt uns, ja, wir nehmen Moskito mal mit rein. Und hat uns ist im Prinzip vom Bett geflogen. Also das war der Hauptgrund. Total geil. Naja, gut, okay. So, dann werden wir uns um den alternativen Jugendkartoppelgänger erneut kümmern. Das wird ein Spaß, den Penny hier wegzuflexen, alle. Geil! Macht dich bereit auf eine Schandtat, auf einen Schlag, den du deinem Leben nie vergessen wirst. Das ist sicher. Und auf geht's! Diese Barriere ist wie das Rote Meer. Ohne Moses kommt ihr hier nicht durch. Du weißt ja, dass es nichts mit Juden zu tun hat, gell? Mit dem Judenismus. Okay.
Dann machen wir erstmal die Barrieren weg. Schlüssel und weg. So, das war schon mal die erste. Wunderbar. Aus dem Weg, Kuhn-Freunde. Daddy ist da. Daddy ist in der Haus, Bitch. Geil. Okay. Stehen wie ein Ring im Scheinwerfer. Ich soll jetzt angreifen, ja? Ach Gottchen. Na, das kannst du mal schön vergessen. Wir werden die Zeit für zu öfters jetzt mal einsetzen, Leute, weil das... Dein Zug gehört jetzt Kuhn und Friends. Genau. Kuhn und Friends, Baby. Und das ist die nächste Barriere. Wo fällt? Na, der hat nicht so ein Spiel. Der hat nicht so ein Spiel, okay. Ah, das ist gut. Batsch! Nimm das! Vor allen Dingen ist es für Diabetes eine geile Sache, da kriegt er auch so ein Schutzschild. Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen! Für dein nervtötendes Summen? Ja, okay. Und zack! Los! Gleich! Der Name ist so kalt, ey. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Der für Scrambles? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, Alter, aber Hauptsache mal losgeworden, ey, geil! Okay, ich werde etwas Verrücktes versuchen, haltet euch fest! Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen! Los geht's, Furzlaut! Und batsch! Das tut ihm mehr wie mir. Hey, Drachen gehen leicht kaputt. Hör mal los. Oh, wir haben mit Captain Diabetes, glaube ich, schon die Dings eingesetzt, oder? Die Special, das könnten wir eigentlich mal machen jetzt. Alles killt ihr direkt. Ja. Geil. Alter. Das tat weh. Okay, jetzt reicht. Hast du deine Lektion gelernt? Das habt ihr jetzt davon. Jetzt wird Humankind seinen hebräischen Glauben nutzen, um die Macht des Windes anzurufen. Hikmael Shiginja. Hikmael Shiginja, geil. Die Kraft des Windes bei den Drachen in die Lippen. Ah, er hat dich losgerissen. Hatte das eben eine Bedeutung, was er gesagt hat mit dem Himmel im Shiginja? Der Drachen hängt in den Baum, Kusan Kyle. Dann gib auf! Keine Sorge, Superkumpel Kusa. Ich hab vielleicht keinen Drachen mehr, aber ich hab noch meine Superwaffe! Tante Sheila, diese Kinder ärgern mich! Oh. Was? Wer ärgert dich hier? Wer seid ihr denn? Ich ruf jetzt eure Mütter an! Geil! Auf sie, Tante Sheila! Wie geil ist das denn? Okay, wir haben also kein zumindest eine Schlampe im Hintergrund als Musik, als Remix, wie geil. Auch nicht schlecht. Und wir dürfen die Mutter verprügeln vom Keil. Das ist ja mal geil. Okay, du krummnasige Jüdin, jetzt gibt's auf die Fresse. Yeah. Geil, friss das. Ist doch scheißegal. Wir treiben es zu weit! Nein. Scheiß drauf! Diese Burschen müssen mal Manieren lernen! Ja, yeah, Tante Sheila! Ihr wagt es euch auf meinem Grund und Boden mit meiner Verwandtschaft anzulegen? Euch schlag ich tot! Ja, beruhige dich! Pass gut auf, Schlampe, jetzt werde ich Schlampe euch eine Lektion erteilen! Alter! Ja, ich reiß mich zusammen! So, der kann auf den losgehen. Dann machen wir jetzt erstmal kein Platz. Quatsch! Das wollte ich schon lange mal machen. Fick dich, Kuhn! Bleib von meinem Bubel weg, ihr kleinen Monster! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Was soll das? Das ist mies, ey. Ich finde das so derb, ich finde das so geil. Das gefällt mir richtig gut, ey. Die von Fett. Keins von die Schlampe. Die Schlampe spinnt komplett. Hey, Keins. Die Schlampe ist einfach nur kaputt. Das ist geil. Diese Remix ist ja mal genial, ey. Ohne Scheiß, das feier ich. Aber das Schlimme an der Sache ist, die Alte, die ganz schöne Wette wie ein Tier, die kommt in fast jedem Zug dran. Da müssen wir jetzt ein bisschen anders da jetzt rangehen. Wir könnten eigentlich mal Moses mal einsetzen. Wir haben Moses noch gar nicht eingesetzt, gell? Das machen wir jetzt einfach mal. Was für eine schwarze Judenmagie ist denn das? Die schwarze Judenmagie. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Geil. Das ist auch nicht schlecht. Wir haben ja noch ein paar Macaroni-Bilder, das passt. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Alte da ein bisschen wegkriegen. Ich trete eure verfickten Ärsche bis nach Kanada. Ja, ich deine auch, Alter. Das ist sicher. Okay.
dann. Und Tschüss mit dir, Sheila. Ist so ein Jersey-Ding, also nicht böse nehmen. Oh. Alter! Oh, bin ich jetzt dran? Ich kann auch noch warten. Nein? Siehst du, ist es nicht schöner, wenn alle zusammenspielen? Sehe ich genauso, Tante Sheila. Ja, das werden wir noch überleben. Mal sehen, wie dir das schmeckt. Aber beim nächsten müssen wir unbedingt hingehen. Mom, sie reißt euch die Arsche auf. Kyle, wart mal. Ja, verdammt. Okay, ultimative Kraft ist bereit, jetzt müssen wir es ausnocken. So viel dazu. Friss die allmächtige Furzkraft meines Arsches. Jawohl, das auf jeden Fall. Okay. Den müssen wir irgendwie ausnocken jetzt. Ich finde es so geil. Könnten eigentlich theoretisch. Ach, nur einmal im Kampf kann Schmoses hierbei. Oh, das ist schade. Ich habe keine Vorbilder. Das ist das Problem. Das glaube ich eher weniger. Okay, dann gehen wir jetzt mal hin und machen den hier. Ups. Ah, verdammt. Mein Bubele will nur spielen. Und ihr Sausäcke behandelt ihn so. Wir brauchen einen neuen. Verdammt, ey. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Ja, das wird jetzt auch höllisch wehtun, Baby, das schwöre ich dir. Jetzt muss ich auf alle Fälle erstmal hingehen und, boah, das ist mies. Die Alte ist ganz schön übel. Das muss ich Captain Diabetes dann machen. Na gut, dann setzen wir mal Cartman sein Special ein und Halleluja! Ja, auch geil. Jawohl! Und ich scheiß auf eure Spielregeln. Verstanden? Hey, ja. Der Captain wird dich rächen, coole Friends. Moskitos weg. Scheiße. Ich bin dran. Okay, das ist gut, dass du dran bist, weil du musst jetzt erstmal unseren wieder mitbeleben. Was jetzt natürlich ein bisschen mies ist, weil ich glaube nämlich, dass die Alte hingeht und den direkt wegpfeffern wird. Aber wenn wir Glück haben, überlebt er das sogar. Weil die ist sonst zu oft dran. Das ist mies. Das ist einfach nur mies. Jetzt setzt's was. Okay, Captain Diabetes, du musst mich ein bisschen abschirmen. Ich muss jetzt erstmal mal ein Burrito fressen, ey, sonst hab ich ein Problem. Ich nehme die Quizzande Special, das ist auch gut. Das ist so geil, das ist so geil. Schlampe, 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 die nehme ich dich und fällt. Keine Zwerge, Schlampe, die Schlampe, ich bin komplett. Jawoll! Boah, die kommt noch dreimal ineinander, ey. Mein toller kleiner Sohn. Ich hab ne Magenverstimmung, mit Teechen wär gut. Bubele! Jawohl! Bubele, ich werde dich rächen! Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Alter, wie oft kommt die noch? Lass meine Mom in Ruhe! Lasst meine Mom in Ruhe! Alter, die killt Diabetes jetzt, ich schwör's. Hundertprozentig. Ein paar Zwieback, wenn wir hier fertig sind, Schatz. Aufhören, ich krieg schnell drauf Ficken. Was zum Geier? Jetzt endet der Rest deines Lebens. Ja, das ist auf jeden Fall. Ey, die macht uns platt, das gibt's nicht. Okay, wunderbar, dann machen wir das so. Dann ist nämlich Cartman nämlich an der Front. Sehr schön. Ihr spielt so wild, du und deine Freunde. Das glaube ich weniger. Auch wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Das passiert, wenn man mein Bubele ärgert. Boah. Kann ich die? Nicht ganz. Nee, nicht ganz. Boah, scheiße. Und die ist dann auch 15 Mal dran oder so. Boah, ist das mies. Boah, nee. Da muss ich was ab. Ganzen Ballons von dir, Bubele? Gut, das ist jetzt natürlich schon gemein. Da musst du jetzt erstmal in Sicherheit gehen, mein Freund. Ey, die kommt 500 Mal danach dran. Ey, das gibt's nicht. Ich brauche auf alle Fälle erstmal wieder ein bisschen Manpower hier. Boah,
Alter. Das ist ganz schön gemein gerade. Captain Diabetes, kehrt zurück. Ich glaube, das war's. Leute, wir haben gewonnen. Na, nicht ganz. Auch nicht ganz. Dann holen Sie mir die Alte weg, das war's. Oh, ich glaube, das hätten wir eben nicht mehr gewonnen. Hätte ich Diabetes nicht mehr belebt, ey. Im Namen der Gerechtigkeit und des Diabetes. Wuhu, wir haben es geschafft. Geil. So, 3 Liter Rach, maximales Jersey und 1,26 in Währung. Oh, da hat die aber gut Geld gegeben, die Alte. Ey, das war... Also Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin davon überzeugt, wir hätten... Ich glaube, diesen Kampf sogar verloren, wenn wir Diabetes eben nicht wiederbelebt hätten. Das hätten wir nicht gepackt sonst. Mit unserer Special hätten wir uns verheilen können, aber da die ja 5-mal hintereinander angegriffen hat, war das schon hart. Also das wäre mies gewesen, ey. Das hätten wir nie gewonnen sonst. Knappe Angelegenheit. Also war schon, aber ist schon geil, dass dieses Schlampenlied im Hintergrund läuft. Hat was. Okay. Mom, alles okay? Ganz toll, Jungs. Kyle, geh und ruf die Polizei. Die sollen diese Kinder verhaften. Nein, nicht Mom. Keine Polizei. Das ist alles meine Schuld. Was? Weißt du, ich habe es nicht ertragen, dass mein Cousin mir dauernd alles nachmacht. Humankind geht es ums Menschenretten, nicht um das Judentum. Schaut euch mal an, was ihr angerichtet habt. Ich sollte deine Freunde alle anzeigen. Und da, mein Drachen hängt im Baum. Tut mir leid. Bitte, ich mach's wieder gut. Du wirst deinen Cousin ab sofort mitspielen lassen. Ist das klar, junger Mann? Hey, Kyle, Tante Sheila sagt, ich darf bei euch mitspielen. Ja, super. Manchmal darfst du mit uns spielen. Yippie! Und jetzt holt seinen Drachen aus dem Baum. Vorher wird nicht weitergespielt, verstanden? Komm, wir tun dir Desinfektionsmittel drauf. Ich hasse handelsübliche Desinfektionsmittel. Vom Lidocain kriege ich immer Ekzeme. Geil. Danke, dass du mir diesmal Makroni bedankt hast, junger Held. Shalom, Kosche, Maselow und gesegnet. Okay, Leute. Wir haben jetzt im Prinzip einen richtig lustigen Bosskampf, fand ich jetzt gehabt, der aber gar nicht so einfach war. Also dafür, dass wir auf Teufel gespielt haben, war das schon ein bisschen knackig gewesen. Eben, das hätte uns eventuell sogar den Kopf kosten können. Das war mehr Glück als Verstand gewesen. Aber wir haben dafür Kyle seine Mutter dafür weggehauen. Geil, diese dreckige, ja gut, okay, ich sag das jetzt mal gar nicht, weil sonst heißt es doch schwer, Judenverhalten. Ich bin ja überhaupt nicht, ich hab nichts gegen Juden. Ich kenne nicht mal Juden und allgemein habe ich auch nichts dagegen. Also von daher alles gut. Und, geil. Aber das Schlampenlied, das war einfach nur genial eben. Okay, Leute. Im nächsten Part holen wir den Drachen vom Baum, dann sehen wir mal weiter und dann werden wir uns mal um Classy ihre Drogen kümmern. Ich hoffe mal, dass das so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Runden South Park. Haltet die Ohren steif. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut auf meinem Kanal mal vorbei, wenn ihr mal Bock dazu habt. Denkt dran, Spieler Kate Supreme und ciao. Ciao.